wenn du nicht belauscht werden möchtest, dann wirf bitte dein Handy ins Klo. Ja? Mhm. Weil mit 80% der Apps, die wir auf unseren Handys haben, die gängigen, werden wir belauscht. De facto. Thriller-Autor und Humor, das passt zusammen? Du hast mit Romy gesprochen. Ja, du hast mit Romy Hausmann unterhalten. Ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja ein Knaller, die Frau, oder? Dass du das gerade erwähnst. Warte mal. Das habe ich eben unten links. Ha! Na du Nude, wie geht's dir? Gut, wir fanden es sau witzig. Wir planen seit einer Woche, dass ich dein Interview crashe. Ja, wir haben mit unserer interessierten Leserin eine kleine Schnellraterunde vorbereitet. Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich Dunkelheit aus? Ha, ich würde mal sagen, mit Lichtgeschwindigkeit. Also jetzt habe ich mal eine Frage, so, ne? Also, weil du machst das ja auch schon so lange und du hast ja diese 100 Millionen Bücher geschrieben, so. Wie kommst du auf diese Todesarten? Ich erinnere mich einfach. Alter! Ich habe schon mal jemandem mit einer Schneekugel den Schädel eingeschlagen. Hm, auch was Schönes. Ja. Was ich jetzt auch so ein bisschen besonders fand, war, das ist schon, als ich jemanden die Haut abgezogen habe. Was? Ich habe jemanden die Haut abgezogen. Alter, was ist los mit dir, Mann? Ja gut, es ist jetzt nicht so, wie du denkst. Also der war nicht tot, der hat noch gelebt. Also da noch. Oh mein Gott. Danach dann nicht. So, jetzt, ich glaube, hallo. Also erstmal, du siehst toll aus. Danke. Gleichfalls auch sehr, sehr ausgeschlafen und erholt siehst du aus. Ja, ich bin auch. Ja gut, im Moment ist es ja tatsächlich so, dass wir hier so gut wie nicht wegkommen, ne? Wie alle anderen auch. Alle Veranstaltungen sind ausgefallen. Das heißt, viel Zeit zu Hause, was ganz ungewohnt ist. Viel Zeit zum Schreiben auch. Ja. Aber auch viel Zeit zum Ausruhen zwischendurch. Das ist toll. Ja, also auf jeden Fall nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns ins stinknormale Interview zu gehen. Sehr gerne. Ja, dann würde ich dich tatsächlich bitten, lieber Arno, stell dich doch mal für die Leute, die dich eventuell noch nicht kennen sollten, ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum. Ah, gut, das ist ja gar nicht in so zwei, drei Sätzen erzählt, weil es recht kompliziert ist. Also ich bin ein spätberufener Autor. Ja, ich schreibe Psychothriller und das sehr, sehr gerne mit Inbrunst quasi. Aber ich habe sehr, sehr, sehr spät angefangen. Ich bin von Hause aus eigentlich Informatiker, habe über 20 Jahre in einer Bank in Luxemburg, also auch als Informatiker gearbeitet und ganz spät, erst mit Ende 30, Anfang 40 mit dem Schreiben angefangen, weil ich mal die andere Seite kennenlernen wollte. Ich bin seit, solange ich zurückdenken kann, seit ich Kind war, bin ich eine absolute Leseratte. Ich habe immer sehr viel gelesen und habe dann auch relativ früh durch den Meister himself, Stephen King, so mit 13, 14 angefangen, mich für Thriller zu interessieren und dieses Genre zu interessieren. Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Das hat mich so fasziniert, dass als ich dann irgendwann auf die Idee kam, es selbst mit dem Schreiben zu versuchen, natürlich nur in dieses Genre rein konnte. Mhm. Das ist vollkommen klar. Und ja, ich hatte das unfassbare Glück, und das ist es tatsächlich, das ist sowas wie ein Sechser im Lotto mit Superzahl und gleichzeitig noch die Lotterie 6, wie die heißt, Spiel 77, richtig, mit allem drum und dran. Ich hatte dieses unfassbare Glück, dass ich mit dem, was ich tue, dann tatsächlich auch erhört wurde bei Verlagen. Und dann auch noch tatsächlich erfolgreich wurde. Das ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist und den ich jetzt im Moment quasi real lebe. Und das ist, glaube ich, das Tollste, was einem passieren kann. Ja, schön. Das mit Margus, wenn ich das spreche, richtig aus, ist sie startet. Ne? Und du hast eben wahnsinnig viele Bücher schon geschrieben. Könntest du denn jetzt ad hoc raushauen, wie viele Bücher du geschrieben hast? Also so ein paar... Nein, ich glaube, es sind um die 3,24, glaube ich. Also es ist irgend sowas knapp über 20. Ja, 3,24 sind es, glaube ich. Ah ja. Ich muss gestehen, mich haben die Thriller, also in Buchform, tatsächlich erst seit kurzem gefesselt. Das kam, wir hatten nämlich die Gelegenheit, Sebastian Fitzek ins Interview zu kriegen und durften ihn zu seinem aktuellen neuen Buch, Der Heimweg, durften wir ihn interviewen. Und hatten die Gelegenheit, schon ein paar Wochen vorher dieses Buch zu lesen.
Und ich lese super gerne Sachbücher und alles. Und Thriller habe ich immer aus, also weil ich ganz viel abends lese, denn wenn die Kinder schlafen. Ja. Ich konnte das nicht mit in den Schlaf nehmen. Und dann musste ich aber leider den Heimweg lesen. Und das war richtig, richtig hart für mich. Hast du den Heimweg gelesen? Ja, ich kenne den Heimweg, ja. Ja, und dann bin ich aber tatsächlich über Sebastian auf Romy gestoßen. Liebes Kind, das hat mich dann tatsächlich total weggehauen. Wahnsinnig tolles Buch. Ja. Und jetzt danach, Romy hat mir von dir erzählt, also ich entdecke gerade diese ganze Thriller-Welt total neu und durfte dann natürlich gleich, habe ich geguckt und dann habe ich mich auch gleich im Laden, habe ich mich erinnert, die App hat mich vorher tatsächlich schon immer angeguckt, obwohl ich, ja, vielen Dank dafür, ist der absolute Oberknall gewesen in einem Rutsch. Das freut mich, ja, toll. Ging fix. Deswegen kenne ich tatsächlich erst anderthalb Bücher von dir, weil ich jetzt gerade auf Fan bin. Ja. Du gehst in der Historie rückwärts, das ist okay. Ja, aber meine Frage wäre jetzt tatsächlich, und da beziehe ich mich ja mit ein, wenn Leute deine Bücher noch nicht kennen, welches Buch würdest du denn empfehlen, mit dem man einsteigen sollte? Es ist schwierig, also da ich bis auf die Trilogie um Max Bischoff im Kopf des Mörders nur Einzeltitel geschrieben habe, die also nichts miteinander zu tun haben im Grunde genommen, ist es letztendlich ziemlich egal, welches man sich jetzt zuerst rausgreift. Aber ich habe mir angewöhnt, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, und das passiert in der Tat öfter, dass ich den Leuten einfach sage, Mensch, geht chronologisch vor, ich würde vielleicht mit meinem ersten Psychothriller anfangen und das ist der Trakt. Ja. Wenn der Trakt dann gefällt, dann bin ich überzeugt davon, dann werden die Nachfolgenden auch alle gefallen. Ja? Ja. Weil natürlich verändert sich die Schreibweise im Laufe der Jahre, ja, im Laufe des Jahrzehnts, dass ich schreibe. Meine Schreibe hat sich verändert, aber das kann man dann halt schön nachvollziehen und in kleinen Dosen vielleicht dann auch erleben, wenn man tatsächlich historisch vom Trakt beginnend anfängt. Ich sage bewusst der Trakt, weil der Trakt tatsächlich mein erster Psychothriller war und die beiden Bücher, die ich davor geschrieben habe, etwas ganz anderes ist, womit ich die nicht irgendwie schmälern möchte. Also ich finde diese beiden Bücher, die ich zuerst geschrieben habe, nach wie vor selbst wirklich sehr gut, aber es ist ein anderes Genre. Das sind sogenannte Vatikanthriller. Hat also mit dem, was ich heute tue, nicht mehr so furchtbar viel zu tun. Wer sich allerdings für dieses Genre auch erwärmen kann, Thriller, die rund um die hohen Mauern des Vatikans spielen oder dahinter, was dort alles passieren könnte, dem kann ich natürlich auch meine ersten Bücher, Magus, die Bruderschaft und Castello Cristo, die Verschwörung, wärmstens ans Herz legen. Lass uns gerne noch über dein aktuelles Buch reden. Ja. Die App. Ich möchte tatsächlich dir dazu, also aus deiner Sicht natürlich gerne noch hören, was du zu diesem Buch sagen kannst, worum es geht. Aber die App hat tatsächlich mich als jemanden, der vorher ganz viele Sachbücher gelesen hat, auch verändert. Und ich kann dir da folgende kleine Geschichte dazu erzählen. Da schließt auch meine Frage dann gleich so an. Ich war letzte Woche auf dem Weg zur Buchhandlung. Ich hatte Bücher bestellt, wollte die abholen und laufe in so eine mehr oder weniger Seitenstraße lang. Und du musst dir vorstellen, zu meiner Linken reihte sich Haus an Haus, also es war eine sehr, ich sag mal so eine Mietshausstraße, aber mit vereinzelt auch einzelnen Wohnhäusern, und ich gucke so zur Seite und da zeigte sich dann so ein Tor, wo man sehr leicht drin schauen konnte, und ein Hund. Der Hund saß sehr, na, ich würde sagen, apathisch tatsächlich an diesem Tor, und um ihn herum so eine Tretmine, also bestimmt 4, 5, 6 Tretminen, also er war umzingelt von seinem Geschäft sozusagen und hatte an den Toreingang gepinkelt. Und ich habe mir das Haus so angeguckt und es sah sehr, sehr gepflegt aus tatsächlich. Also da war schon Weihnachtsschmuck drin, die Fassade sah super aus. Also wo man eigentlich denken würde, die Leute werden sich doch vernünftig um ihren Hund kümmern. Ja, also die werden doch nicht dafür sorgen, dass diese Hofeinfahrt, wo augenscheinlich die dann raus und reingehen, dass es dort so aussieht.
Und ich habe gerade die App gelesen und mir deine Interviews im Vorfeld angeguckt und wie du auf manche Ideen zu deinen Büchern kommst, die du ja aus dem Alltag auch siehst. Und dann habe ich mich gefragt, was würde denn jetzt Arno Strobel denken und was würde der daraus machen? Sind die Leute tot in dem Haus? Ist da irgendwas passiert? Wurden die überfallen und so weiter? Und haben die vielleicht kommen die nicht mehr aus dem Haus raus? Weil, und da sind wir jetzt ja bei der App, ja. Ist ja tatsächlich so ein bisschen Thema. Also du begleitest mich jetzt sozusagen schon eine ganze Weile. Das ist schön. In den nächsten Tagen auch mal gucken müssen, ob dieser Hund da noch sitzt. ob die Tretminen mehr geworden sind. Weil ansonsten müsste ich nämlich klingeln. Ja, aber das ist genau, du sagst, das ist genau so entstehen Ideen für Bücher. Genauso. Mhm. Ja. Man sieht irgendetwas in seinem Umfeld. Ich meine, das ist jetzt schon definitiv schon auffällig. Also das ist etwas, was ich jetzt nicht nur sehen würde, sondern das mich anspringen würde, das mich anschreien würde. Mach ein Buch aus mir. Ja? Ja. Es gibt andere Szenen, die mehr normal sind, die mehr Alltag sind, als das, was du gerade beobachtet hast. Wo ich aber trotzdem sehe, wo dann so der Funke überspringt, wo ich denke, Mensch, was wäre denn, wenn jetzt da das und das passieren würde? Ja, so kommt sowas zustande. Aber was du da gesehen hast, ist ja, mein Gott, wie gesagt, das schreit einen ja an, was draus zu machen. Ich schenke dir das. Kannst du gerne, falls du daraus was machen willst, bitteschön. Kannst du uns und unseren Zuschauern ganz kurz mitnehmen auf die Reise, wie es zur App gekommen ist? Ja, also es ist... Losgegangen ist das Ganze vor etwa anderthalb Jahren. Ich habe einen Bekannten aus Berlin, den habe ich getroffen, in der Mitte ungefähr, haben wir uns getroffen, weil ich eine Veranstaltung dort hatte, er war in der Nähe, und haben zusammen tatsächlich in einem Café gesessen. Ja, so. Und das ist so surreal, ne? Wenn man so ganz locker davon redet, man hat zusammen in einem Café gesessen in der heutigen Zeit. Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall, er setzt sich hin, packt sein Handy aus, ja, tippt da drauf rum, guckt eine Weile drauf und legt das dann so vor sich auf den Tisch. So. Ich muss dazu sagen, er ist Junggeselle, er lebt allein in einer kleinen Wohnung in Berlin. So. Ja. Legt das dann so auf den Tisch. Und wir beginnen uns zu unterhalten und während wir uns unterhalten, sehe ich, dass alle paar Sekunden seine Augen so runtergehen und ja, dann redet er mit mir weiter. Und man kennt das, ne? Wenn man einen Gesprächspartner hat, der permanent mit seinem Handy beschäftigt ist, hat man so ein leicht dezentes Gefühl der Geringschätzung. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall so. Und irgendwann ist es mir auch wirklich auf den Zeiger gegangen. Ich habe so gesagt, pass mal auf, sag mal, wenn du mit deinem Handy, wenn du es zu tun hast, wir können uns auch gerne ein andermal nochmal treffen. Ich möchte da jetzt nicht stören. Ja? Mhm. Und er entschuldigt sich sofort und sagt, nein, sorry, tut mir furchtbar leid. Das ist einfach nur, ich habe jetzt zu Hause ein Smart-Home-System und ich habe jetzt eine Kamera installiert und ich kann hier mein Wohnzimmer sehen. Ja? Und ich gucke ihn an und sage, du lebst doch immer noch allein, oder? Ja, sagt er. Nein, sagt er. Das heißt im Klartext, du guckst dir jetzt dein leeres Wohnzimmer an, die ganze Zeit über deine Kamera. Ist das dein Ernst? Ja, und er sagt, ja, wenn mal irgendwas wäre, könnte ich da. Ich sage, okay, alles klar. Und dann kamen wir in dieses Thema Smart Home in Diskussion, ja, wo ich gesagt habe, sag mal, ich bin ja wirklich technikaffin, aber ich habe sowas nicht. Wozu braucht man das? Und er fing an und erzählt und hier und da. Und irgendwie... Er erzählte dann auch von Freunden, die weitaus größere Systeme haben, in Häusern, ne, nicht nur in der Wohnung, sondern in Häusern, wo auch dann tatsächlich die ganze Eingangssituation über die App gesteuert wird, ja, wo es klingelt und ich sage dann halt eben, in dem Fall, in meinem Buch ist es Adam, das darf man ja sagen, ja, heißt hier Adam, und ich sage, Adam, Tür öffnen, ne, und die Tür wird geöffnet. Ja, also solche Dinge gibt es tatsächlich. Und das ist dann die Situation, wo ich dann sage, die schreit mich dann auch an. Ne? Mach was aus mir, weil da kommt sofort bei mir der Gedanke, Mensch, wenn so ein System tatsächlich so viel steuern kann, Rollladen hoch und runter fahren, ja? Nehmen wir nur mal das, Rollladen und Türen. Und die werden komplett von dem System gesteuert. Dann heißt das doch für mich im Umkehrschluss, wenn das System entweder defekt ist oder, noch viel interessanter, wenn es jemandem gelingt, in dieses System einzudringen und die Kontrolle über das System zu übernehmen, dann kann der tatsächlich alle Rollladen runterfahren, kann alle Türen verschließen und ich sitze in meinem eigenen Haus fest und kann nichts mehr tun. Wie geil ist das denn? Ja. Das, und da, das war, und da wusste ich, da muss ich ein Buch draus machen, tatsächlich. Ja. Und und je tiefer ich dann bei der Recherche in diese Thematik eingedrungen bin, umso interessanter fand ich das Ganze. Ja, die Möglichkeiten nicht nur im positiven Sinne, was mir das Ganze an
abnehmen kann, jetzt, was es mir in Bequemlichkeit bieten kann, sondern natürlich zwangsläufig mit jedem Schritt im Umkehrschluss auch, was kann da alles passieren und was kann jemand machen, dem es gelingt, das Ding zu hacken. Ein unendliches Thema, Themenfeld, kann man echt viel draus machen und ja, ich habe halt dann die App draus gemacht. Und hast du in dem Zusammenhang auch noch andere spannende oder vielleicht auch, ich meine, du sitzt hier mit so einem lustig kostümierten, vielleicht auch lustiges Rechercheerlebnis noch zu die App? Lustig weiß ich gar nicht, aber spannend auf jeden Fall. Also ich hatte die Möglichkeit, mit jemandem zu unterhalten. Er hat das intelligenteste Haus Deutschlands. Der sitzt in Bayern, in Oberfranken, wenn mich nicht alles täuscht. Also Bayern, Gottes Willen, Oberfranken. Wir haben uns ein bisschen unterhalten und der hat tatsächlich ein Haus, das ist unfassbar. Der hat über 100 Apps laufen in seinem Haus, ja? Hat als Zentraleinheit eine KI, eine künstliche Intelligenz, einen wahnsinnigen Rechner und bei dem geht alles wirklich über dieses Smart Home System. Also das Ganze läuft so ab, dass dass seine Frau in der Küche steht und knippelt irgendwas rum und sagt dann einfach so im Raum rein, wann kommt Papa nach Hause? Und dann hörst du eine Stimme im Hintergrund, die von der KI kommt, von dem System kommt. Papa ist vor 7 Minuten an seinem Arbeitsplatz losgefahren. Gemessen an der momentanen Verkehrssituation wird Papa in 3 bis 4 Minuten zu Hause sein. Pauf, weißt du, volle Kontrolle. Ja? Dieses System weiß also auch, wann der dort losfährt, über sein Handy, was er dabei hat. Ja? Permanente Kommunikation und so weiter und so fort. Ja? Oder das System meldet mal ganz nebenbei Aurelia, ich habe mir den Namen nicht behalten, das Kind hieß Aurelia. Aurelia braucht neue Windeln. In den letzten Wochen habe ich immer Windeln der Größe 3 bestellt. Gemäß meinen Berechnungen müssten ab jetzt Windeln der Größen 4 die richtigen sein. Die habe ich soeben bestellt. Prof. So, das System bestellt eigenständig irgendwelche Dinge, bezahlt eigenständig mit den hinterlegten Kreditkartendaten und so weiter und so fort. Das ist Smart Home in zumindest was die jetzige Zeit betrifft, in High-End-Version. Ja? Also mehr geht nicht. Ja. Unglaublich. Irre. Also da habe ich wirklich schon, ich habe dann auch mich mit dem, wie gesagt, wir haben uns unterhalten und er sagte auch, ich habe gesagt, sind Sie denn jetzt fertig? Ja? Weil auch so Dinge am Fernseher, der Fernseher steht nicht irgendwo, sondern ist eine Chromstange irgendwo und da hängt der Fernseher an einer Seite befestigt, hängt er da dran. Und der Fernseher hat oben drüber eine Kamera. Wenn er jetzt auf der Couch sitzt und guckt sich irgendwas an und steht auf und geht ins Esszimmer, dann dreht der Fernseher sich mit. Also egal wo er ist, der Fernseher kann sich um 360 Grad drehen, egal wo er ist, er kann immer auf den Fernseher gucken, solche Dinge. Und ich habe dann gesagt, ist das denn jetzt das Ende, sind Sie denn jetzt fertig? Und er sagt zu mir, nein, ich arbeite daran, die KI ist ja lernfähig, ja, künstliche Intelligenz, und die lernt aus jedem Prozess. Und meiner Meinung nach, mein Traum ist es, in ein paar Monaten oder schlimmstenfalls in 1 bis 2 Jahren, dass das System so viel gelernt hat, dass es alles selbstständig macht, dass ich gar nichts mehr machen muss. Dass das System automatisch weiß, wir haben Dienstag, es ist jetzt halb fünf ist die Zeit, wo er normalerweise Hunger kriegt. Dienstag isst er, zurückverfolgend, ja, kann man ja sehen in der Historie, Dienstag isst er zu 70% gerne Pasta, also bestellt das System für mich Spaghetti Bolognese, irgendwann macht es Ding-Dong, der Lieferant steht vor der Tür, ich weiß gar nichts davon und sagt, bitteschön, Ihre Spaghetti. Ja, das ist das, was er sich vorstellt. Wow. Ich habe dann zu ihm auch gesagt, sagen Sie mal, jetzt mal ganz im Ernst, wenn das System immer schlauer wird, und es ist tatsächlich so schlau, dass es alles weiß und alles machen kann, haben Sie denn keine Angst davor, dass das System irgendwann auf den Gedanken kommt, was will ich mit dem? Mit diesem Menschen, der ist viel zu langsam in seiner Denke. Was will ich? Ich brauche den nicht. Ne? Könnte ja sein. Ne? Aber die Angst hat er nicht. Die gar nicht. Ne? Also das ist, er will einfach immer mehr. Also summa summarum kann man sagen, das ist eine interessante Geschichte, bietet unheimlich viele Möglichkeiten. Aber man darf nicht vergessen, all das birgt auch Gefahren. In vielerlei Hinsicht, das war jetzt nur ein kleiner Zipfel davon, ja, in Hinsicht Datensicherheit, in Hinsicht, na, also egal in welche Richtung man denkt, alles hat immer zwei Seiten, nicht nur eine. Ja, wow. Und ich weiß, du läufst ja auch, ne? Viel. Bin so jemand, der überlegt, ob er sich Fantastik runterlädt oder nicht, oder ob ich einfach nach der Tür renne und klingt verrückt. Ja. Ja, gut, das ist jetzt ein Thema, das ist sowas ähnliches wie mit Alexa, wo Leute zu mir sagen, Alexa kommt mir nicht ins Haus, weil ich habe keine Lust, permanent belauscht zu werden. Das Ding muss ja permanent lauschen, sonst wird es ja nicht mitkriegen, wenn ich einen Sprachbefehl absetze. Das ist ja vollkommen logisch. Also werde ich permanent belauscht und das möchte ich nicht. Wo ich dann wirklich, da kann ich dann nur mit einem sanften Lächeln sagen, wenn du nicht belauscht werden möchtest, dann wirf bitte dein Handy ins Klo. Ja? Mhm. Weil mit 80% der Apps, die wir auf unseren Handys haben, die gängigen, werden wir belauscht.
de facto. Ja, das ist Fakt. Ja, also so ist dann auch, so ist auch mit den ganzen Fitness-Trackern und so weiter und so fort. Ja, ich mache mir da auch Gedanken drüber. Aber nochmal, wenn du wirklich möchtest, dass deine Bewegungen nicht nachvollziehbar sind, dass deine Einkäufe nicht nachvollziehbar sind, dass das, was du sagst, nicht abgehört wird, schmeiß dein Smartphone weg. Mhm. Ja, es ist einfach so. Was ich auch noch ganz doll spannend fand, weil ich damit auch so noch gar nicht in Berührung gekommen bin, also du handelst ja dieses Systemhaus, und in diesem Buch spielte Darknet ja auch eine Rolle. Hast du dich, bewegst du, du kommst aus der IT-Branche, ja. Bewegt man sich dann in der Recherchearbeit dann auch ganz viel im Darknet? Oder ist das eher, was du dann auch aus den Gesprächen oder aus Zeitungen? Nein, ich bewege mich schon im Darknet durchaus. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass Darknet bei mir in einem Buch vorkommt. Es gab ein Buch, das ich mit meiner Kollegin Ursula Posnanski geschrieben habe. Dort geht es ganz speziell ums Darknet und da war die Recherche natürlich auch entsprechend intensiver. Ja, durchaus. Also ich weiß mittlerweile, wie ich wo was im Darknet finden kann, ohne weiteres. Und war am Anfang sehr, sehr erschrocken darüber, was, wie einfach das im Grunde genommen ist und was dort alles möglich ist. Also, dass man, egal was auch immer man benötigt, ob es jetzt Drogen sind, ob es Waffen sind, ob es Auftragsmörder sind, ob es Menschen sind, die per Hacking ganze ohne weiteres eine Existenz zerstören können und dass wir ein Appel und ein Ei machen, wie einfach das alles zu finden und zu buchen ist tatsächlich auch und zu kaufen ist, darüber war ich wirklich erschrocken. Noch mehr erschrocken war ich tatsächlich, und das habe ich am Anfang gar nicht geglaubt, erst nachdem ich es wirklich von Experten bestätigt bekommen habe, dass dieses Darknet tatsächlich 90% der gesamten Welt des Internets ausmacht. Also dieser sichtbare, offizielle Teil, in dem wir uns tagtäglich bewegen, macht nur 10% aus des gesamten Inhalts des Internets. Das ist verrückt, ja? Also 90% davon sind vollkommen im Dunkeln. Das ist irre, diese Relationen, aber es ist tatsächlich so. Ja? Und das ist, also wenn man mit diesem Thema mal anfängt, es ist mega, mega interessant, aber auch beängstigend. Ja, wow. Jetzt bist du ja als Thriller-Autor schon auch, wenn du auf Ideensuche bist, also deine Antennen sind ja sicherlich immer raus. Und ja. Suchst ja nach diesen Geschichten, die dich in so eine Art Schreckensszenario führen können. Oder die Geschichte ja. Mord und Totschlag, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Verliert der Thriller-Autor da nicht vielleicht auch so ein bisschen die Leichtigkeit und den Blick für das Schöne oder was tust du denn dafür, dass du vielleicht genau das, dass genau das nicht passiert? Weil man könnte ja auch, wenn man das am Beispiel von diesem Hund, der da an der Einfahrt sitzt, könnte man die Geschichte ja auch komisch spinnen. Ja? Oder alle deine Ideen, die mit der App zum Beispiel, wie du darauf gekommen bist. Ist das ein Thema, mit dem du dich beschäftigst, damit du dir die Leichtigkeit in deinem Alltag und in deinem Inneren bewahrst? In gewisser Art und Weise schon, aber es ist nichts, was aufgesetzt ist, sondern es kommt ganz, ganz selbstverständlich. Also ich schreibe zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten, je nachdem, was ich gerade schreiben muss und wie ich emotional gerade drauf bin. Aber wirklich düstere Szenen zum Beispiel schreibe ich mit Vorliebe dann tatsächlich auch nachts, weil nachts einfach eine andere Atmosphäre herrscht, grundsätzlich. Ne? Also wirklich, ich rede jetzt nicht von abends um 9, sondern von nachts um 2, 3 Uhr, wenn wirklich fast alles schläft, wenn außen keine Autos mehr fahren, wenn du keine Geräusche mehr hörst, wenn diese absolute Stille ist und hast du das Gefühl, überall knackt irgendwas und überall raschelt irgendwas. Das ist genau die Atmosphäre, die ich brauche, um wirklich düstere Szenen zu schreiben. Ich muss mich auch in diese Stimmung reinfallen lassen können. Das heißt, ich muss in dem Moment auch wenn ich Angst beschreibe, muss ich auch eine gewisse Art und Weise von Angst empfinden. Sonst funktioniert das nicht. Wenn ich das dann gemacht habe und habe mich so darauf eingelassen und habe dann 2, 3 Stunden vielleicht geschrieben, dann ist das wirklich, wenn ich dann aufhöre und verlasse mein Büro, dann ist das tatsächlich wie ein Heraustreten aus einer Welt und ein Hereintreten in eine vollkommen andere. Das heißt, ich atme erstmal tief durch und ja, wie soll ich sagen? Mir fällt dann alles Schöne umso drastischer, umso mehr auf. Also ich muss mich nicht darauf konzentrieren, die schönen Dinge noch zu sehen, sondern ganz im Gegenteil, nach so einer Session zum Beispiel jetzt, strömen die schönen Dinge quasi so auf mich ein und ich sauge die regelrecht in mich auf, um dann einen gewissen Ausgleich auch wiederum zu schaffen. Ja? Also ja, definitiv, ich kann deine Frage nur mit Ja beantworten, das ist so, aber ich muss es nicht aufsetzen, ich muss nicht darauf achten, dass es so ist, sondern ich genieße es einfach tatsächlich. Würdest du also trotzdem sagen,
Thriller-Autor und Humor, das passt zusammen? Ja, definitiv. Ganz, 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 ein ganz, ganz klares Ja. Also es gibt viele, viele Eigenschaften oder Eigenarten von Thriller-Autoren, die nicht nur dazu passen, sondern die sehr viele haben und die man ihnen nicht zutrauen würde. Ja, also zum einen Humor. Du hast mit Romy gesprochen. Ja, du hast mit Romy Hausmann unterhalten. Ich meine, das ist ja ein Knaller, die Frau, oder? Dass du das gerade erwähnst, warte mal. Das habe ich eben unten links. Ha! Na du Nudel, wie geht's dir? Gut, wir fanden es sau witzig. Wir planen seit einer Woche, dass ich dein Interview crashe. Wir freuen uns darüber. Seit einer Woche. Gar nicht. Schön, dich zu sehen. Ja, same. Ey, ich wollte heute schlau sein, ne? Weil ich habe ja so eine olle Laptop-Kamera nur und ich hatte ja von Hugendubel so eine geile Webcam, ne? für so einen Stream. Und die musste ich aber zurückschicken, wie Knauserer war ich da. Da dachte ich, heute mache ich das mal übers Handy, da habe ich wenigstens ein gescheites Bild, aber das funktioniert nicht. Also fast hätte ich es wieder gemacht, Norman, ne? Also fast wäre es wieder schief gegangen. Schön, dich zu sehen, Romy. Ja, gleiches. Ich lese ja gerade ein tolles Buch übrigens, ne? Ja, ernsthaft. Wollte ich mal sagen, weil ihr sprecht ja auch über Bücher. Ich habe die Witze gerade auch mitgehört. Die muss ich mir merken. Kannst du mir die nochmal schicken, bitte? Ich kann mir mal keine Witze. Ja, kein Problem. Also ich lese nämlich derzeit. Ah, guck an. Ja, ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber ich habe gehört, es soll super gut sein. Ich hab Ninas Schulter gesehen. Hallo, Nina. Sehr schön. Witzig, ja, also, habt euch ja wirklich einen Gag einfach. Klasse, super schön. Ihr Lieben, weil wir gerade so nett zusammen sind, wir machen zusammen eine Lesung. Und ich wollte euch doch da jetzt auch auf die Schnelle sagen, wer denn der dritte Autor ist. Und ich hoffe, ihr freut euch über Andreas Winkelmann. Ach, was? Ja, wunderbar. Wunderbar. Ah, ja, das Crime Pack zusammen. Ne? Das ist das Warm-up. Ja. Cool. Also, ich freue mich total. Ich kann es kaum erwarten. Bis dann Ende September ist. Ja, kriege ich dann eigentlich Provision für diese super Idee? Ohne Frage, da lassen wir uns. Ja, gut, sehr gut. Ja. Also ich kann dir versprechen, wir sind einzeln, sind wir schon ziemlich klasse, aber zusammen sind wir der absolute Knaller. Entweder das oder unerträglich, das wird sich dann rausstellen. Ja. Romy, mal ganz, ganz ehrlich, sieht er nicht toll aus mit seinem Hut und so und dem grünen Dings da? Ich finde unfassbar, unfassbar toll. Hast du heute wieder den Superhelden-Schlüppi an oder hast du wieder die Jogginghose an? Romy. Ich weiß es nicht. Ich wusste doch, ich habe mich... Ach so, weil ich dabei bin. Okay, gut. Alter. ja, wir haben mit unserer interessierten Leserin eine kleine Schnellraterunde vorbereitet. Romy, möchtest du anfangen? Ah, das sind so gemeine Fragen, wollte ich dir mal noch sagen. Also Arno, es tut mir sehr leid. Das hast du mir erwartet, liebe Romy. Es tut mir sehr leid. Ich habe die gestern bekommen und ich dachte mir, mein Gott, bin ich froh, dass ich sie nur vorlesen muss. Ne? Aber du machst das schon. Also, ich glaube, ich mache das auch nur, weil ich sowieso so super seriöse Journalistin mal war. Das ist, glaube ich, einfach für diesen... Oder, ne, Norman, das ist damit, dass alles ein bisschen seriöser wird. Ja, hier durch mich. Ansonsten... machen wir, Hanno, du kannst so sagen, halt, stopp. Okay. Also, Arno, wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, ist das dann eine Geiselnahme? Wenn ein Schizophrener mit Selbstmord droht, ist das dann eine Geiselnahme? Ja, das ist eine interne Geiselnahme, würde ich mal sagen. Ja, klasse. Okay. Arno? Ja. Warum denkst du, gibt es Whiskers Huhn? Whiskers Fisch und Rind, aber kein Whiskers Maus. Ja, weil wahrscheinlich niemand sich traut, den Geschmack auszutesten. Das ist doch vollkommen klar. Wer möchte denn eine Maus beißen und zu gucken, wie das schmeckt? Ich nicht. Okay. Warum ist Abkürzung so ein langes Wort? Warum ist Abkürzung ein so langes Wort? Also das muss ja nicht sein. Man könnte aus Abkürzung ja AK machen, oder? Wobei AK, dann ist man direkt in der Politik. Nein, ich weiß es nicht. Das ist wirklich kompliziert. Also Abkürzung, ja, du hast recht, das ist sehr kompliziert. Ich habe keine Antwort darauf. Ja, das ist natürlich schwierig. Mit welcher Geschwindigkeit breitet sich Dunkelheit aus?
Ich würde mal sagen, mit Lichtgeschwindigkeit. Ey, ihr werdet lachen, aber ich musste das recherchieren, weil ich fand die Frage, dachte ich erst so, aber dann dachte ich, das muss doch irgendwie tatsächlich irgendeine sinnvolle Antwort darauf geben. Ja. Ich möchte euch jetzt kurz ins Bild setzen, ja, so hier als Klugscheißer. Ja, cool. Also, pass auf. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Dunkelheit beträgt im Vakuum ca. 300.000 Kamelometer pro Sekunde. Kein anderes Ding kann so schnell fliegen, laufen, schwimmen oder kriechen oder was Dunkelheit eben so macht. Einzig das Licht kann sich mit der Geschwindigkeit der Dunkelheit messen. So, wisst ihr Bescheid? War meine Antwort sogar richtig, mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. So. Ich finde, das ist, du hast es gewusst, liebe Robi, weil du gerade im Klugscheißer-Modus warst. Meine Antwort war intuitiv. Okay. Ich finde es tatsächlich eine sehr, sehr schöne und poetische Frage, gerade auch für Thriller-Autoren. Okay. Weil die Dunkelheit zu beschreiben, tatsächlich, und wie sie sich nähert, fand ich tatsächlich, ja. Ja, ja, das ist ja, ist quasi die Symbiose aus Thriller-Genre und Philosophie. Mhm. Oh, mega gut. Ah, siehst du? Notiz, sofort Notiz. Ich habe jetzt wieder eine Quatschfrage. Warum muss man denn für einen Besuch beim Hellseher sich einen Termin holen? Das ist in der Tat eine Frage, die habe ich mir schon. Stelle ich mir jedes Mal, wenn dieses Thema irgendwo aufkommt. Warum weiß der nicht, dass ich kommen werde? Das ist ja, der müsste das normalerweise wissen. Also auf die Art und Weise kann man quasi jeden Hellseher entlarven. Indem er hingeht und in dem Moment, wo er fragend einen anguckt, weiß man sofort, man hat es mit einem Scharlatan zu tun. Romy, hast du auch noch eine gemeine Frage für mich? Nee, ich habe eine total passende Frage, weil, wie wir ja hoffentlich alle wissen, die ganze Welt soll ja wissen, dass ich euer Blumenmädchen bin bei eurer Hochzeit. So, und deswegen, leben Verheiratete länger oder kommt Ihnen das nur so vor? Aufgrund meiner bisherigen Erfahrung tendiere ich zu Letzterem. Ich freue mich aber auch, Ersteres als Erfahrung dann wirklich machen zu dürfen. Und ich sag dir was, es stimmt. Wissenschaftliche Studien sagen, dass du, wenn du verheiratet bist, glücklich verheiratet, vorausgesetzt, ja, lebst du 7 Jahre länger. Sag mal, hast du morgen irgendwie eine Seite aus dem Duden gefrühstückt oder so? Ich habe es echt gegoogelt, weil gestern, als ich Fragen kam, dachte ich so, oh shit, irgendwie. Aber ich fand es irgendwie auch spannend und dann habe ich das wirklich gegoogelt, ja. Du wirst mir langsam unheimlich, Romy. Ja. Okay. Die letzte Frage. Hochpoetisch. Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Das ist ja wirklich toll. Also so spontan würde ich sagen, sowohl Nase und Fuß versuchen sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Ja, die bewegen sich aufeinander zu. Aber das wäre die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ansonsten bin ich raus bei dem Thema. Aber tolle Fragen habt ihr euch daraus gedacht, wirklich. Romy, ich weiß jetzt auch, was du damit meintest am Anfang. Die sind so gemein, ja, tatsächlich. Ja, also ich finde es wirklich nicht einfach, ne? Weil ganz spontan darauf zu antworten, es ist sehr, sehr mutig von euch, Norman, das muss ich echt sagen. Also es ist ja jetzt nicht jeder Autor auch so gestrickt wie jetzt so ein Strobel-Arno und so, ne? Dass der, also es gibt ja auch so ganz, also eher in sich gekehrte Autoren, die dann auch erstmal 10 Minuten nachdenken müssen. Und ja, so. Aber also, da habt ihr ein bisschen Glück auch gehabt, ne? Nee, das weiß man aber im Vorfeld. Das sind die Autoren, die auf Fotos immer so angepisst aussehen, weißt du? Du meinst den mit der Denkerpose, ne? Ja. Ich habe genau. Auf dich vertraut, Romy. Ich habe auf dich vertraut. Ich dachte, wenn du den Arno so magst, dann kann der nur cool sein. Und deswegen, ja. Ja, hast du ja recht. Ja, läuft. Da siehst du mal. Ich habe jetzt tatsächlich eine Sache für euch beide, weil wir auch gerade bei dem Thema Thriller-Autoren und Humor sind. Da müsstet ihr, glaube ich, für so ein bisschen in euch gehen und müsstet tatsächlich mit einem ganz freudig strahlenden Gesicht mir immer im Wechsel aufzählen, auf welche Art und Weise ihr eure Figuren in den Büchern zur Strecke gebracht habt. Also ich dachte, Arno fängt vielleicht mal an, also so... Ey, weißt du, das ist eh, guck mal, wie viele Bücher hast du geschrieben, Arno? 20? Ich weiß es ja, gar nicht. Über 20, ja. Ich habe 2 geschrieben. Ich bin ja direkt fertig. Also das mit dem Wechsel kannst du eigentlich knicken, ne? Okay, aber vielleicht bringen wir dich dadurch automatisch auf dein nächstes Opfer.
Ja, wer weiß. Gut. Okay. Also gut. Wichtig dabei ist, dass ihr tatsächlich so schön kindlich naiv in die Kamera lächelt und erzählt so. Das wird doch wieder irgendein Kack für was ganz anderes, oder? Ja, ne? Ja, okay, gut. Gut, ich soll anfangen. Ja, bitte. Einfach jetzt so frei raus sagen, wie ich jemanden gekillt habe. Ja, genau. Also ich habe ja schon jemanden am Strand vergraben. Wie lebendig? Und dann gewartet, bis die Flut kam. Und wann war der tot? Hat noch der Kopf rausgeguckt? Ja. Du Monster. Oh Gott. Eingebuddelt bis zum Hals bei Ebbe. Und dann kam die Flut. Und dann hat es blub blub gemacht und da war tot. Ja. Schön. Ja, finde ich auch. Omi? Mir ist aufgefallen, ich habe doch mehrere Tode, obwohl ich nur zwei Bücher habe. Ich glaube, ich habe 4 oder 5. Pass auf. Ich habe schon mal jemandem mit einer Schneekugel den Schädel eingeschlagen. Hm, auch was Schönes. Ja. Dann ist die Kugel quasi beim Schlag kaputt gegangen und derjenige hatte im Tod noch schön Winter, Schneefall. Ja, genau. Ja. Aber noch viel schöner ist ja, ich habe ja schon mal jemanden lebendig begraben. Hm. Mit einem Spaten oder mit einer Schippe? Nö, so Schippe und dann in eine Holzkiste und dann zugeschüttet und da war er tot. Okay, aber ich habe jemanden erwürgt. Also das ist jetzt nicht so super cool, ja, aber es ist auch ein bisschen geil, weißt du, wenn du so Herr bist über Leben und Tod und du hast das Leben eines anderen Menschen wirklich wortwörtlich in deinen Händen und schaust zu, wie die Augen so schön rausquellen und wie der so sein letztes Schweinegrunzen so von sich gibt. Das war auch ganz schön. Ja. Gibt einem viel sowas, ne? Das ist schon. Ja. Und dafür feuer die Ringe ab oder bleiben die dran? Die bleiben dran, weißt du, das gibt dann so richtig schöne individuelle Merkmale. Das finde ich auch prima. Was ich jetzt auch so ein bisschen besonders fand, war, das ist schon, als ich jemanden die Haut abgezogen habe. Was? Ich habe jemanden die Haut abgezogen. Alter, was ist los mit dir, Mann? Ja gut, es ist jetzt nicht so, wie du denkst. Also der war nicht tot, der hat noch gelebt. Also da noch. Oh mein Gott. Danach dann nicht. Ja. Also ich habe ja inzwischen ein bisschen Angst, ne? Also ich bin jetzt hier gerade da, wo Hendrik sich mit Julia zusammentut. Aber wahrscheinlich muss ich da noch sehr stark sein im Verlauf, oder? Also, okay. Ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ja, bei Strobels ist das normal, ne? So. Okay, also ich habe, weil ich so ein bisschen auf diese Schädel-Eindreschen-Nummer schon stehe, habe ich den nächsten Schädel mit einer Trophäe eines Ballettwettbewerbs einschlagen lassen. Zweiter Platz. Der zweitschönste sterbende Schwan. Ja. Mhm. Okay, gut. Ja, dann hast du noch, da ist ja noch Potenzial nach oben, ne? Ja. Mhm. Das ist ja noch feiner, quasi. Ja. Ja, dann war noch dann der, wo ich mir gedacht habe, jetzt mache ich dir mal die Augen weg und dann die Ohren. Und auch sonst gelähmt und so was quasi dunkel und stumm und nicht mehr bewegen können. Also quasi wie so eine Puppe. Und aber nicht tot. Nicht tot. Nur halt alles andere so weg. So. War auch schön. Also jetzt habe ich mal eine Frage, so, ne? Also, weil du machst das ja auch schon so lange und du hast ja diese 100 Millionen Bücher geschrieben, so. Wie kommst du auf diese Todesarten? Also sind die sofort da oder überlegst du explizit und denkst dann so, ja, höher, schneller, weiter, muss irgendwie noch krasser sein? Oder hast du da irgendwie, oder machst du das, weil es bestimmte Sinnbilder dann dafür gibt oder so? Oder, also wie kommst du auf deine Tode? Auf deine Morde? Ich erinnere mich einfach. Alter!
holt Nina da raus, bitte, holt meine Nina da raus. Arno hat jetzt gerade richtig, ist jetzt gerade richtig in Stimmung. Arno schreibt jetzt gleich weiter in seinem neuen Buch. Ja, ja klar. Ja, gut. Ich denke, um da das Gleichgewicht auch zu halten, ich denke, dabei könnten wir es dann belassen jetzt mit den Todesarten. Ich möchte vor allen Dingen jetzt nicht weiter erzählen. Ich möchte ja, dass ihr weiterhin eine gute Meinung von mir habt. Das ist deswegen halte ich mich dann jetzt mal ein bisschen zurück. Ich habe jetzt also nur die leichten Fälle aufgezählt. Ich möchte jetzt bitte jeden Abend möchte ich jetzt ein Foto, mit der, dass Nina eine Tageszeitung hält, okay? Ich möchte jeden Abend wissen, dass Nina lebt. Ja. Ja, ich habe hier noch Inspirationen für den Rest des Tages, auf jeden Fall. Mal gucken, was ich heute anstelle. Bedanke mich richtig herzlich für die Gespräche. Ja. Also ich wollte gerade schon sagen, Gott sei Dank erwartest du nur eine Zeitung, weil sie spricht seit einiger Zeit nicht mehr. Aber ja, gut. Ach schön. Es war mir ein großes Fest mit euch zwei. Vielen Dank. Haben wir noch einen Zuschauer, den wir dazu schalten können? Also ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Danke euch für das tolle Interview und sage stinknormale Grüße. Wir sehen uns. Ja, ich gebe den Dank sehr, sehr gerne zurück. Es hat riesen Spaß gemacht. Ich fand die Überraschung vor allen Dingen toll. Hat mich sehr gefreut, Rumi, dich auch jetzt nochmal zu sehen. Tolle Sache. Und ja, also mir hat es riesengroßen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen, vielen Dank euch. Bis dann. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Tschüss.